zusammen, einen wunderschönen guten Morgen direkt aus Köln. Wie unschwer zu erkennen ist, stehe ich vor dem Kölner Dom, der heute Morgen schon ein bisschen für Unruhe gesorgt hat. Also nicht der Dom als solches, sondern die Vorfälle hier. Ein Mann ist mit einem Kleintransporter wohl auf die Domplatte gefahren und anschließend in den Dom reingegangen und hat sich da auffällig verhalten. Also den Berichten nach sei er auf Knien durch den Dom gerutscht. Das hat mich in der Tat ein bisschen beunruhigt. Vielleicht wollte er ja Buße tun, ob der Verbrechen, die da noch folgen werden. Naja, man hat ihm auf jeden Fall Einhalt geboten. Der Dom wurde evakuiert. Mit Spürhunden hat man nach Sprengstoffen gesucht. Die Suche war anscheinend erfolglos. Und der geschnappte Rumäne aus Aachen hatte wohl Drogen im Blut, gab zumindest der erste Drogentest an. Das beruhigt. Wahrscheinlich war er einfach nur verrückt. Aber letzten Endes ist es egal, ob es ein Verrückter auf Drogen ist, der das Ding in die Luft sprengt, oder jemand, der das bei klarem Verstand macht. Das Ergebnis ist gleichermaßen beunruhigend. Aber noch steht der Dom, ja. Ja, und ich kann auch verstehen, dass die Menschen hier mittlerweile doch ein bisschen alarmierter sind als noch zuvor. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es gestern auch in der Tagesschau mitbekommen. Der Rizinfund in der Chorweiler Wohnung, der ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat, war wohl tatsächlich für einen geplanten Terroranschlag gedacht. Davon gehen jetzt mittlerweile die Ermittler aus. Die verdächtige Person ist auf jeden Fall auch Islamist, das ist nachgewiesen, hatte Kontakte zur salafistischen Szene, wollte auch schon nach Syrien einreisen. Ja, also ich würde sagen, hier in Köln ist was los, aber ich bin mir sicher, die Kölner werden auch weiterhin bunt und vielfältig bleiben und das auch predigen. Ich weiß gar nicht, was hier noch passieren muss, damit die mal wach werden. Vielleicht muss wirklich der Dom gesprengt werden, weil darauf sind sie ja alle so stolz. Aber ja, apropos Dom, ich war gerade auch kurz drin, weil ich persönlich liebe den Dom natürlich auch. Und erstmal wurden meine Taschen kontrolliert. Das kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob das erst seit heute Morgen ist oder vielleicht schon etwas länger. Aber so ist es dann eben. Wir wollen die Grenzen nicht kontrollieren. Wir wollen anscheinend nicht härter durchgreifen gegenüber Verbrechern. Und deswegen muss eben der gemeine Bürger immer mehr kontrolliert werden. Da muss man eben in die Taschen gucken. Wir können das ja auch demnächst so wie am Flughafen machen. Dann noch so ein Fließband dabei und vielleicht noch einen Nacktscanner oder so. Dann sind wir ganz auf der sicheren Seite und das am besten vor jedem öffentlichen Gebäude. Es ist auch viel weniger Aufwand, als eine Grenze zu sichern, würde ich mal so sagen. Also wir kommen in Absurdistan, aber das kennen wir ja. Und ja, wir sind mal wieder direkt vor Ort.